Hallöchen, schön, dass ihr euch mein Video anschaut. Und zwar möchte ich euch in diesem kurzen Video einmal zeigen, wie ihr im LS22 eure eigenen MP3-Lieder hinzufügt, wenn ihr sagt, ihr findet auch die standardmäßigen Lieder blöd. Es gibt hier mehrere Kategorien. Das ist einmal das E-Werk, La Musique, The Queen's Rock, Tropical und Country Roads und Classical Radio. Dort sind, ich schätze mal, so 20 Lieder, die immer abgespielt werden in den verschiedenen Kategorien. Die können wir ändern. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch nun. Dazu müsst ihr einmal LS22 schließen. Ich schließe das Ganze einmal schnell so. Dann geht ihr. Die meisten haben es wahrscheinlich unter C. Ich habe es unter E. Geht hier in den Ordner Steam. Dort habe ich nochmal einen neuen Ordner. Dort geht ihr in den Ordner Steam Apps. In Steam Apps geht ihr in den Ordner Common. Dort sind einmal eure ganzen Spiele aufgelistet. Gehen in den LS22. Dort ist der Ordner Data. Und in dem Ordner Data ist der Ordner Musik. Dort gehen wir drauf und sehen auch schon, hier ist Classical Radio, Country Roads, das E-Werk, La Musik, The Queen's Rock und Tropical. Ja, ich nehme jetzt den Ordner Classical Radio. Dort sind ein paar Lieder drin, die dort standardmäßig im LS22 laufen. Ich sage aber, ich möchte sie gar nicht mehr haben. Ich möchte gar keine Lieder mehr vom Classical Radio hören im LS22. Markiere mir alle und lösche sie raus. Und füge ein Lied hinzu. Ich nehme das Like It Loud. Das reicht jetzt nur mit dem einen Lied. Es ist ja nur ein Test. Und sage auch, Classical Radio soll nicht mehr Classical Radio sein. Und benenne das Ganze um. Nenne den Ordner Test 1. Wer nun aber sagt, er findet die Musik, die standardmäßig dort gespielt wird, auch gut, möchte aber dennoch trotzdem meine eigenen MP3-Lieder gerne im LS22 hören, ist auch gar kein Problem. Dann machen wir einfach einen neuen Ordner. Nennen diesen Ordner Test 2. Ihr könnt ihn natürlich nennen, wie ihr möchtet. Das ist der neu erstellte Ordner. Dort ziehe ich das Lied Better Days rein. Sind MP3-Lieder. Dort könnt ihr halt, wie gesagt, eure ganzen MP3-Lieder reinziehen. Könnt mehrere Alben im LS22 hören. Könnt, wie gesagt, die standardmäßigen Lieder noch da lassen. Oder ihr macht das, wie ich es im Test 1 gezeigt habe. Ihr löscht das und benennt den Ordner dann um. Dann habt ihr nur noch eure eigene Musik. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, wir haben jetzt Test 1 und Test 2 da mit den zwei Liedern, dann müssen wir wieder den LS22 starten. So, mach den Monitor schon mal wieder aus. So. Gehe in die Karriere, in den Spielstand wieder rein. Dort müsste dann Test 1 und Test 2 gleich zu finden sein. Und dann war es das Ganze auch schon. Wie gesagt, das geht ganz schnell, ratzifatzi. Und wer nicht möchte, dass die standardmäßigen Lieder gespielt werden oder die gut findet und seine eigenen spielen möchte, ist das natürlich eine super Sache, geht ganz schnell. Wenn euch natürlich auch dieses Video geholfen hat und gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. So, dann gucken wir mal. Wir haben... Hier haben wir Test 2 schon mal. Das ist der Ordner, den ich selber erstellt habe, der vorher noch nicht da war, wo ich keinen Ordner umbenannt habe. Und wie ihr hört, dort läuft das Lied, welches ich hineingefügt habe. So, dann haben wir einen weiter auch schon in Test 1 und auch dort läuft das Lied. Ich habe das Ganze jetzt ja nur mit einem Lied ausprobiert. Ja,
Dann sollte es das auch gewesen sein. So schnell geht das. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das Ganze auch schnell macht und euch eure eigene Musik im LS22 abspielt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem LS22. Wie gesagt, freue mich über einen Daumen nach oben und freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video auch wieder hineinschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!